Grundprinzip Verhalten mit meinem Hund. Wenn mein Hund oder meine Hunde in eine andere Richtung rennen als die meinige, dann renne ich auch und zwar in deren ihre Richtung. Warum? Wenn sie wegrennen, ein Bobo rennt nicht weg. Und wenn er irgendwo hinrennt, da hat er nichts Gutes im Schilde. Was auch immer das sein mag, umso weiter ihr vom Hund, weg seid, umso weniger Kontrolle habt ihr. Der Grund ist natürlich, umso näher beim Hund, umso mehr Kontrolle. Und also ich habe das bei jungen Hunden immer. Ne, der Hund läuft jetzt an der Leine, dann lässt man langsam weg oder vielleicht mit der langen Leine. Und irgendwann lässt man den weg und dann irgendwann kommt der Punkt. Ich warte drauf, weil es passiert immer. Dann ist er 5 Meter, sagen wir mal 10 Meter weg. Ist jetzt immer gekommen und jetzt kommt der Punkt, wo er denkt, na, jetzt muss ich nicht. Und ich rufe ihn, der guckt mich an und ganz demonstrativ guckt er dann weg. Und dann renne ich. Und wenn der Hund wieder zurückguckt, stehe ich hinter ihm. Kriegt er Schreck und in den meisten Fällen ist die Situation jetzt geregelt. Wenn er da merkt, dass er davon damit durchkommt, dann wird er auch weiterhin versuchen, damit durchzukommen. Und die nächste Regel, das ist jetzt zwar kein Bubul, aber es ist gleiche Geschichte. Ein Freund von mir in Kapstadt hatte sich einen Dobermann von der Dobermann-Hilfe geholt, weil er keinen Welpen wollte, war dann so schlau, den Hund umzubenennen. Und einen Tag später, der hatte dann aber zum Glück, weil ich zu Besuch war, bei mir im Schlafzimmer geschlafen und wir kannten uns ein bisschen und dann sind wir an den Strand gelaufen. Und dann lief der Hund nicht so gut an der Leine und das sah halt ein bisschen unbeholfen aus, was er nicht wollte. Dann hat er gedacht, dann machen wir doch mal von der Leine. Und dann, pum, rannte der Dobermann weg und er rief dem Hund nach mit seinem neuen Namen, den er 24 Stunden hatte, mit großem Erfolg. Und ich gerannt und er Dobermann die Düne hoch, in Hautbay am Strand, ja genau, die Düne hoch und da saßen 3 schwarze Kinder und fing da drauf rumzuhacken. Großes Geschrei, ich kam dann an, mit dem Flugtackle habe ich den Dobermann mir geschnappt, die kannte mich zum Glück von der Nacht zuvor, deswegen wollte sie von mir nichts wissen. Und den Kindern ist zum Glück auch nichts passiert, weil er nur drauf geschnappt hat und nicht gebissen ist, fand ich sie. Aber sagen wir mal so, wenn ich da nicht rechtzeitig da gewesen wäre und die Hunde, die Kinder haben natürlich geschrien und weitergeschrien hätten. Ich war da, außer einem Riesenschreck ist nichts passiert und der Hund ist bis dahin dann an der Leine geblieben. Ne? Also nochmal, ein Bobol rennt nicht weg. Ich habe noch nie einen Bobol gehabt, der sich irgendwie von mir entfernen wollte, aus Grundinstinkt. Wenn der sich von euch entfernt, dann ist da was. Und was auch immer da ist, seid so schnell ihr könnt beim Hund.